Hallo YouTube, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Raft. Ich bin der Midwest 87 von den Jackie Muckies und mit dabei habe ich unseren einzigartigen, wundervollen Hightütter Fall. Hi. In der letzten Folge sind wir ein bisschen durch die Gegend getuckert, haben ein bisschen weiter ausgebaut, haben mit dem Haiköder experimentiert, alles, wir haben ganz viel gemacht auf jeden Fall in der letzten Folge. Ja, und da sind wir gestern. Und haben so uns einfach treiben lassen. Wir haben uns einfach treiben lassen. Und auf einmal brüllt er vor Land in Sicht. Ich dachte mir, naja, kann ja wieder nur so eine kleine Pimmelinsel sein. Aber Mädels, guckt euch das mal an. Ist das mal eine Insel? Das ist ja wohl mal richtig nice, oder? Dann machen wir gleich mal einen Screenshot von. Das ist ja wohl mal. Das sieht auch mal aus nach einer Insel hier, ne? Wie der voll da steht. Also, ey. Und wir haben uns jetzt fest vorgenommen, wir wollen erstmal die Insel mit euch plündern, ne? Also ich würde sagen, es ist gerade hell geworden, Fall. Attacke. Rüber da. Fall hat den Anker gelegt, uns kann nichts passieren. Richtig. Was ist das denn? Also der Baum funktioniert schon mal nicht zum Abbauen. Hier kannst du. Wie mache ich denn das ab hier? Ach, da brauchst du die Schaufel. Guck dir das mal Symbol mal genau an. Ah, stimmt. Haben wir eine Schaufel? Eine Schaufel oder eine Spat. Nee, wir haben leider noch keinen Schmelzofen. Boah, Alter, das ist eine Insel hier. Ich häng hier fest. Ey, dann können keine. Ey, vor, hier liegen Flügel oder sowas. Ja, von dem Flugzeug, was da oben liegt, wahrscheinlich. Alter, hier ist ein Flugzeug? Da gehe ich erstmal hin. Leute, ganz oben. Leute, das gucken wir uns erstmal an. Das Flugzeug hier ist. Was ist das denn für ein Holzstamm hier? Der ist sogar hohl. Ist ja cool. Erstmal einen hoch. Jawohl. Hier richtig eine Rampe hingebaut. Ein Flugzeug, Leute. Guckt euch das an. Ich habe Wassermelonen gefunden. Yeah. Geil. Dann machen wir mal ein Foto von. Das sieht doch mal scharf aus. Haben wir ein Flugzeug gefunden? So, dann gucken wir doch mal rein hier ins Flugzeug. Ey, da liegt ein Helm. Da ist sogar eine Kiste drin voll. Echt? Da ist eine Kiste hinten drin. Ich habe einen Pilotenhelm. Kann ich den irgendwie aufsetzen? Ein alter, aber immer noch schicker Pilotenhelm. Ja, aber wie? Boah, wo bist du? Ich sehe dich von hier unten. Ja? Ah, ich habe einen Helm auf, ne? Voll geil, komm her. Setz du mal auf. Warte, da. Ich stelle mich ein bisschen an die Kante ran hier. Wo setze ich denn auf? Wenn du I drückst, unten hast du so Kleidungs-, also da hast du so eine Kleidungsding am Inventar. Ah. Jawohl, richtig geil. Okay, so, dann lass uns mal abbauen hier. Da steht schon wieder ein Sturm auf. Die Plüre wird schon wieder haltig fest. Aber hier war eine Kiste drin, habe ich gesehen. Ja. Hier hinten. Wir müssen bloß gucken, wie wir da rankommen. Da hinten im Flugzeug oder ist kommen wir da gar nicht ran? Ne, anscheinend nicht. Den Baum. Doch, geduckt. Geduckt. Und was ist drin? Jede Menge Holz, also jede Menge Planken, Metallbarren. Ja, und unser erster Scharnier. Yeah, wir haben ein Scharnier. So. Dann plündern wir jetzt mal diese Scheißinsel hier. Der kommt gleich aber ins Forschungstisch, dass wir damit schon mal. Ich kann die Äste gar nicht abbauen hier. Doch jetzt. Nee. Erstmal machen wir die Insel, Karl. Dann töten wir den Hai. Und dann tauchen. Dann gehen wir tauchen. Oh, ich kann die großen Bäume gar nicht kaputt machen. Oh, die hätten bestimmt richtig geile Holz gegeben oder so. Hier, Ananas. Immer gut. Können wir das Schilf abbauen? Nee, ne? Doch. Doch? Nee, das hier nicht, anscheinend. Hi. Aber, hi. Als ob der auf dich gewartet hat, deinem Schilf. Der wusste, dass ich komme. Okay, die großen Bäume gehen nicht. Was ist das hier für ein Baum? Das geht auch nicht. Aber geil. Insel hat schon was, die ist schon. Ja, hier ist Erde. Wir brauchen eine Schaufel voll. Ja, wir bräuchten mal den Schmelzofen. Ja, dann müssen wir jetzt gleich tauchen gehen. Ja, dann töten wir jetzt gleich erstmal den Hai. Wir haben die Haiköder und dann killen wir das Viech. Boah, voll Bot. Der voll forscht schon wieder hier. Ja. Das ist auch meine Insel. Also von mir aus kannst du mit dem Boot abhauen. Ich bleib hier.
Tschüss, Alter, was ist das für ein Sturm? Unser Boot hebt hier ab. So, okay, ich hol mal die Haiköder. Ja, Moment, ich mach mal gerade mein Inventar leer, bevor nachher was passiert noch. Da passiert nichts, ich bin doch dabei. Gerade das macht mir ja Sorgen. Arschloch. Ist ja gar nicht. Dann reißen wir hier mal eine Lücke raus. Und dann lege ich den Haiköder hier einfach hin. Wenn du soweit bist, sag Bescheid. Ja. Dann müsste der Hai ja eigentlich hier angelockt werden. Ich hoffe, der Haiköder treibt nicht weg. Das ist eine gute Frage. Hast du alles? Nee, ich bin noch am Aussortieren. Ah, der Haiköder ist unter das Floß gefallen. Das ist schlecht. Ich kann den auch nicht mehr aufheben. Aber der Hai geht drauf, der Hai geht drauf. Aber der beißt nur einmal ab und dann haut er wieder ab. Mal gucken, ob der wiederkommt. Kriegst du ihn von da gehittet? Nee, aber weißt du, was wir machen? So machen wir das. Der wiederkommt, der Drecksack. Pass auf, wenn ich ins Wasser springe, ist er da. Ja! Er kommt! Wo ist er? Oder geht er da jetzt nicht mehr rein, der Drecksack? Ne, ist abgehauen. Wie abgehauen? Der kann mich einfach abhauen. Jetzt kommt. Er hat Angst vor uns, oder was? Ich weiß nicht, der kam schnurstracks auf mich zu. Wow, der jetzt, wo ich mich umgedreht habe, der Feigling. Einfach so versuchen zu tauchen. Ja, der tötet er uns. Vielleicht können wir ihn zu zweit killen. Versuchen. Wir haben ja hier die Insel im Hintergrund. Wo ist er denn jetzt? Bist du denn jetzt? Wir sollten zusammenbleiben. Neben dir. Da hinten kommt er, da kommt er. Der geht in den Köder. Jetzt ist er böse. Beißt mich noch ab. Ah, du darfst nicht am Köder stehen, kann das sein? Wir müssen vom Köder ein bisschen weggehen. Sein. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ich traue mich auch nicht ins Wasser. Genau da war er! Er ist unter unserem Floß. Boah, die Möwe sitzt im Netz. Dann lass das mal kurz. Hammer! Da kriegen wir wieder Feder. Vielleicht brauchen wir ein paar mehr Haiköder. Soll ich nochmal gucken? Der ist hinten am anderen Ende vom Floß im Moment. Ich glaube, wir müssen noch mal ein paar mehr Haiköder bauen, habe ich das Gefühl. Haiköder, was brauchen wir dafür? Also, wenn wir was haben, dann Fisch, ne? Ich brauche nur Seile. Hast du zufällig Seile? Nee, ne? Nee, habe ich eingelagert. Hol ich kurz was. Dann schmeißen wir noch mal 2, 3 Haiköder hier hin. Vielleicht kriegen wir den ja dann, den Hund. Ich habe jetzt 4 Haiköder. Jetzt legen wir es drauf an. Der greift. Irgendwo ist er. Du blöder Feigling. Du bist aber mutig. Ja, jetzt kann ich nicht mehr runtergehen. Jetzt, sonst sterbe ich beim nächsten Mal. Er kommt schon auf den Köder zu. Oder? Ne, ist vorbeigeschwommen. Jetzt kommt er schon ziemlich schnurschnackt auf den Köder zu. Hast du getroffen? Ne. Hm, scheiß Hai, Alter.
Der hittet auch leider viel zu schnell. Ja. Soll ich nochmal einen Köder reinschmeißen? Wo ist er denn? Ich kann ja den Köder hier nochmal in unser Loch schmeißen. Der ist ja jetzt ziemlich angeschwächt. Was habe ich hier? Den reingeschmissen. Ich bin auch ein schlechter Köderschmeißer. Ich glaube, wir haben das mit den Haiködern noch nicht so ganz verstanden. Oder unsere Waffen sind zu schwach. Das ist ja gut möglich. Das wäre jetzt nur schlecht, wenn wir jetzt die ganze Zeit warten müssen auf den blöden Hai. Ja. Jetzt war er wieder am Köder. Ich hab mal einmal erwischt. Ja? Okay. Der ist durch die Map weggepackt. Der ist gerade schnurstracks nach unten weggepackt. Getaucht. Da hinten schwimmt er. Ach, da. Draufgesprungen und reingestochen. Hast du erwischt? Ne, knapp daneben. Okay, es wird dunkel. Der geht in den Köder, pass auf. Ich hab mal erwischt. Passen? Ja. Das wird so eine Nachtaktion, Nacht- und Nebelaktion. Lass uns kurz hinlegen. Warte, der kommt wieder. Meinst du? Einmal habe ich ihn erwischt. Wir legen uns kurz hin. Der wird ja wohl nicht heilen. Ich hoffe es. Das war mein Bett. Ach ja. Jetzt beißt er auch natürlich noch. Ja, aber wo? Rechts in der Ecke wieder. Er ist am Köder dran. So, pass auf. Du passt mal kurz auf, ich esse schnell was und trinke schnell was und setze ja. Neues auf. Danach würden wir wechseln, dann würde ich vergab essen und trinken. Genau, dann machen wir das. Kann man tauschen? Ja, wo ist er denn? Ich weiß es nicht, der ist gerade wieder abgehauen. Ich hab noch einmal erwischt oder so, ist wieder abgehauen. Dieser scheiß Hai. Am Köder wieder. Jetzt lass ich dich mal ein bisschen beißen. Muss doch irgendwann mal zu töten kriegen. Komm her, du Schwanz. Ja, Pfeil und Bogen wären jetzt toll, ne? Oh ja. Jetzt weißt du wieder nicht, wo der ist. Da hinten ist er. Pass auf, ich versuche den hier beim Fluss zu halten. Und du ja? Kannst schon mal tauchen gehen. Am besten ist, du gehst aber auf der Rückseite der Insel tauchen. Erstmal. Meinst du? Ja.
Weil so lange habe ich ihn ja hier. Er wird ja wohl jetzt nicht, wenn er sieht. Ich glaube nicht, dass er dich da hinten im Wasser jetzt sieht. Okay, dann geh ich mal tauchen. Ich glaube, wir machen noch irgendwas falsch mit diesen Haiköhlern. Ja, irgendwie schon. So, ich bin jetzt ungefähr auf der Rückseite. Okay, ich habe einen Hai gerade verloren. Ah, hier ist er, okay. Kannst du schön einsammeln? Hier ist ein sehr, sehr großes Riff drumrum. Ist denn jetzt der Hai? Der ist bei mir. Wie? Das kann doch gar nicht sein. Tatsächlich. Ja, müssen wir das Scheißviech doch erst töten, ey. Bei dir ist er, sagst du? Wow! Ja, ich sehe ihn. Dann ist der jetzt gerade hier weggebackt. Der beißt durch die Insel durch. Wie? Also ich leg nur mal gerade meine Sachen ab, ich bin nämlich halb tot. Scheiße. Ja, es ist am Boot. Ja, am Köder ist er. Kriegen den noch nicht getötet. Das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ja. Komm her, Hai. Komm, komm. Wir klären das wie Männer. Komm. Okay, das ist eine scheiß Idee mit Männern. Wo ist er denn jetzt? Ich habe notfalls noch einen Haiköder. Ich kann mich einmal erwischen lassen von dem. Ja, dann da passt lieber auf. Da hinten ist. Ich habe mein Inventar leer. Also viel dürfte er eigentlich nicht mehr aushalten. Eigentlich nicht. Wo ist denn jetzt der Hund? Der ist hinten am Köder. Zweimal habe ich ihn erwischt. Wo ist er denn jetzt? Hier ist er. Alter, dieser Hai, als ob der unbesiegbar ist. Gefühlt ja. Hast du ihn getötet? Er ist tot, er ist tot, er ist tot voll. Rein ins Wasser. Bin unterwegs. Ich ernte noch schnell sein Fleisch und schmeiße schon mal auf den Grill. Yeah, wir haben den Hai getötet, Mädels. Ist das nicht geil? Endlich. Kuchtruhe. Jetzt können wir tauchen, bis wir schwarz werden. Ich leg mal das Oder Hai bis der wieder da ist. Oder bis er wieder da ist. Ich leg das Haifleisch erstmal auf den Grill. Zack. Die Haiköder packe ich auch wieder weg. Ist gar kein Platz mehr, Alter. Das ist voll wirklich shit. So, und ab ins Wasser. Also Sand habe ich jetzt schon mal ein bisschen mehr wieder. Wir brauchen Lehm. Ton fehlt uns noch. Wie sieht denn ja, der aus, der Ton? Sind so flache Steine, Sandsteine. Ich habe Sand aufgenommen. Ich denke mal, das werden wir auch brauchen für Glas. Sieht es auch nicht nach Ton aus, aber Metallschrott ist hier jede Menge. Den denke ich mal, werden wir auch brauchen, wenn wir den schmelzen. Ja, deswegen nehme ich den schon mal mit.
Ich habe Metallerz gefunden. Das ist immer gut. Aufheben. So. Hier war doch noch was. Hier ist noch mal Sand. Du kannst hier eindeutig nicht lang genug tauchen. Nee. Es fehlt die Taucherflasche. Ich hab noch mal Kupfer gefunden. Du musst Lehm finden. Das liegt jetzt nur an diesem Lehm. Ja, an dem Ton. Ja, sag ich ja. Also Sand finde ich hier ohne Ende. Alles mal mitnehmen, wer weiß, wofür wir es brauchen können. Und dann müssen wir vielleicht tiefer tauchen für den Ton. Der ist hier auch ziemlich tief, wo ich bin. Es wäre nicht verkehrt, wenn wir den finden, dann bleiben wir noch ein paar Tage hier in der Insel, dass wir dann notfalls einen Spaten haben für Erde und so. Ja, das wäre echt nicht schlecht. Das Problem ist nur, ich kann nicht lang genug tauchen, um den vernünftig abzubauen. Den Ton? Ein bis zwei Steine, dann muss ich, ja, dann muss ich wieder weg. Hast du Ton gefunden? Ja, ich habe schon ein paar Stücke. Das ist gut. Wie viel brauchst du für einen Klotz? Zwei Ton, zwei Sand. Okay, Sand habe ich jede Menge. Ja, ich stelle jetzt gleich mal auf dem Boot auf, die müssen ja eben ein bisschen trocknen. Also Sand finde ich hier ohne Ende. Bei mir geht jetzt gerade sehr viel Ton. Alles mitnehmen, voll, alles mitnehmen. So eine Chance jetzt haben wir nie wieder. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Metallschrott finde ich ohne Ende hier. Hey, da ist ein Foil. Hallo, Foil. Hi. Oh, oh. Jetzt aber ganz schnell. Huch. Du hast dasselbe Problem wie ich. Also hast du da hinten schon abgegrast oder was? Ja. Bist du schon einmal um die Insel rum? Ungefähr, ja. Ja nicht aber nur auf, aber nee, nur auf der Höhe, wie wir jetzt auch sind ungefähr. Aber sollte nicht auch irgendwo so eine versteckte Ecke immer sein bei so einer Insel? Gute Frage. Hier hast du nochmal übersehen wahrscheinlich. Hier sind nochmal tot. Boah, hier geht's nochmal richtig tief runter gerade. Hier würde ich mal hin. Hammer. Bin mal gespannt, wenn die Taucherflasche und alles haben, wie tief wir dann tauchen können. Ja, das hoffe ich. Ich denke mal, tief ist scheißegal. Die Länge geht's. Ja. Oh, hi. Ehrlich? Ja, am Floß. Am Floß? Dann bleib am Floß. Oh, da ist er. Unterm Floß ist alles schon leer. Da war ich noch gar nicht. Glaube ich. Doch, oder? War ich da? Aber hier ist so eine Felsspalte. Da will ich runter. Ton liegt aus zum Trocknen. Sehr gut. Die Frage ist ja, wie tief kommt der Hai? Ja, da bin ich mich auch schon jetzt am Fragen. Er hat mir gerade was angezeigt von wegen Stange nehmen. Oh, der Hai hat mich gebissen. Voll, ich schaffe es nicht. Ich habe das ganze Inventar voll. Spring ins Wasser, spring ins Wasser, rette mich. Ich mach meins schon leer. Ich habe ihn abgewehrt. Oh mein Gott. Ich konnte gerade so eine grüne Stange, glaube ich, aufnehmen, wenn ich mich nicht geirrt habe. Okay. Kann das sein? Er stand auf einmal, da stand da irgendwas mit Stange. Kann sein. Hier diese Ranken wahrscheinlich. Wie tief warst du im Wasser? Da war so eine Felsspalte, da bin ich gerade rein. Der Hai.
Irgendwo in unserem Floß. Ah, am Köder. Das ist ganz gut. Der Haiköder, jetzt habe ich es verstanden. Wenn der Hai am Haiköder ist, kannst du ins Wasser. Ja. Aber nur wie lange, ne? Ja, das müssen wir herausfinden. Also ich habe auch zweimal Ton, 11-mal Sand und 15 Metallschrott. Wo hast du das alles reingepackt? Ich habe das mal einfach quer mit einsortiert. Ich habe den Ton zum Trocknen schon ausgelegt, die zwei Steine. Das ist okay. Dann packe ich das erstmal alles in die vorletzte Kiste unten rein, was ich hier habe. Ja. Du bist ja hier der Lagermeister. So, das Lager wird langsam zu klein. So. So, und wir werden jetzt gleich erstmal ins Bett gehen, meine Freunde. Das war Folge Nummer 10. Richtig geil, sage ich nur. Wir haben die Insel entdeckt, wir haben den Hai einmal getötet. Ihr seht, wir sind hier voll Feuer und Flamme. Hier ist richtig was zu tun. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Vergesst ein Abo nicht. Abos sind immer gut. Ne, bringen uns auch weiter. An der Stelle sage ich Tschüss, Mädels, und haltet die Ohren steif. Ciao.